Nehmen Sie sich das Wort, sonst muss ich es wieder wegnehmen. Das mache ich gerne. Tamara Funicello, in der Vorsorge trifft politische Wunschvorstellung auf mathematische, ökonomische Realität. Wir sind mit dieser Reform 10 Jahre zu spät. Die AHV, das, was die Linke immer gesagt haben, das kommt dann schon in Ordnung, ist nicht der Fall. Wir haben im Jahr 2015 Verlust geschrieben, im 16. auch. In der Pensionskasse wird 4 Milliarden Franken pro Jahr von jung zu alt umverteilt, was das System nicht wollte. Nochmal, die Wunschvorstellung trifft auf die harte ökonomische Realität. Wir sind 10 Jahre zu spät mit der Reform. Es sollte doch gar keine Diskussion mehr geben unter uns Jungen, dass man die Vorsorge muss reformieren muss, dass das Rentenalter muss flexibel sein muss, dass es entpolitisiert werden muss. Weniger Macht an der Politik, mehr Macht am ökonomischen Verständnis. Wir müssen nicht das Schweizer Pensionssystem basiert auf 3 Säulen. Die erste Säule, Existenzminimum sichern. Die zweite Säule, den Lebensstandard weiterführen. Ihr wollt die erste Säule einfach zulasten der zweiten Säule ausbauen. Das hat man im Ständerat jetzt gesehen, das sind eure politischen Forderungen. Wir sind der Meinung, dass die AHV das Existenzminimum sicherstellen soll. Es kann nicht sein, dass wenn man die Alterung hat, wenn man die demografische Entwicklung hat, dass es gibt weniger Junge im Arbeitsmarkt, es gibt viel mehr Alte, die Babyboomer, die jetzt in die Pension kommen, die Rechnung geht nicht auf. Die Rechnung geht schlicht und einfach nicht auf. Und so kann man nur so sagen, man soll die AHV ausbauen. Nochmal, das ist eine politische Wunschvorstellung, die die ökonomische Realität nicht entspricht. Man braucht 3 starke Säulen und nicht einfach eine erste Säule und dafür die anderen beiden nicht mehr. Danke vielmals. Ist ja schon verrückt, oder? Leute, die einfach im Alter keine Chance haben, noch auf den grünen Zweig zu kommen, auf eine Chance zu haben, nicht müssen jeden Rappen umzudrehen. Und jetzt wollen Sie da denen die 70 Stutz oder was es ist, aber das Problem versagen, ist wo doch, das Problem ich das Problem ist doch, dass wir den Personen, die eben das nicht lange, die Rente, bei denen haben wir Ergänzungsleistungen, die steuerfrei ausgezahlt werden, oder? Wenn wir jetzt die AV-Rente erhöhen für alle, also auch der Millionär, der heute in Pension ist, würde auch eine höhere AV-Rente bekommen. Gut, bei diesen 70 Franken, bei der AV-Plus-Initiative wäre das so gewesen. Dann kommt so die Person, die das nötig hat, und ich glaube, das sehen wir alle, die kommt dann auch die 70 Franken mehr über, zahlt aber Steuern drauf und kommt weniger Ergänzungsleistungen über. Also ich glaube, das Schweizer Sozialsystem ist ja darauf ausgebaut, dass man im Einzelfall hilft und nicht generell also keine Gießkanne betreibt, sondern im Einzelfall dort helfen und dort mit Ergänzungsleistungen. Jetzt wird der CVP wahrscheinlich den Kompromiss verteidigen. Ich habe nicht das Problem hinweggeredet. Das ist existent und das muss adressiert werden, weil ein System ist nie perfekt, aber das System wird auch nicht gelöst oder die Situation wird nicht gelöst, wenn im Gießkannenprinzip nach sozialistischer Manier einfach Geld verteilen. Und Sie können dann auf das reagieren. Genau. Sie kriegen das sicher ganz elegant hin. Ich habe einen sehr guten Input bekommen vom jungfräsinnigen Kollegen. Und der hat gesagt, vielleicht müssen wir den Anreiz stärken, dass man, wenn man ins Rentenalter kommt, auch noch arbeitstätig bleibt. Oder? Also, ich glaube, die Mentalität, die heute vorherrscht, dass man eigentlich schafft bis 65 und dann 0% in Pension geht, dass man vielleicht weg von dem kommt und sagt, man macht steuerliche Anreize, man zahlt weniger Einkommensteuer, wenn man ab 65 noch weiterhin schafft. Und ich glaube, das sind auch Gedanken, die man sich machen kann. Nicht nur rein das Rentenalter sich überlegen, sondern auch, wie man den Anreiz verstärken, dass man im Alter arbeitstätig ist.